Also, das ist mein erster richtiger Homecomputer. Das ist ein Acorn Proton, besser bekannt als BBC. The Acorn Electron can be found at larger WH Smiths or your local Acorn dealer. Sehr interessant, weil sie ein richtig gutes Basic hatte. Ein Basic, das ohne Go-Tos auskam, ein richtig strukturiertes Basic. Weiterhin war die Maschine auch sehr interessant, weil sie sehr viel I.O. hat. Es gibt jede Menge Expansionsmöglichkeiten und das wurde auch sehr oft benutzt. Außerdem hat die Maschine Standard eine Econet-Schnittstelle, womit man in der Schule 10, 20 von diesen Maschinen untereinander verbinden konnte. Und so konnte man im Schulbetrieb alles miteinander vernetzen. The computer has arrived. Under a government scheme, schools all over Britain are introducing microcomputers. Die Nachfolger von dieser Maschine, die Acorn Archimedes, der erste Computer war, der einen ARM-Chip hat. Speziell für diese Kiste wurde ein ARM-Chip entwickelt. Und ARM, wie wir alle wissen, ist heutzutage der treibende Computerchip in sämtliche Mobiltelefonen, in sämtliche Apple-Geräte. Das ist also von kommerziellen her ein richtiger Riesenerfolg geworden. Alas for Daphne, Acorn have also made it rather attractive to small businessmen. Hello, Dad. Tragically, they've even made it irresistible to accountants. Aber viel wichtiger für mich war das Lernen der verschiedenen Programmiersprachen. Grafische Programme schreiben, Re-Entrant-Programme schreiben, Maschinensprache-Programme schreiben. Und auch damals, also bereits vor 25 Jahren, habe ich diese Maschine benutzt, um noch ältere Maschinen anzutreiben. Das sind die 8 von Sachen, die ich damals schon benutzt habe. Mich würde interessieren, was war dein erstes Erlebnis mit Computern? Ein erstes indirektes Erlebnis mit Computern war, dass die Umgebung Computer als fremd wahrgenommen hat. Und Leute, die mit Computern arbeiten, das sind irgendwie fremde Leute. Poor Daphne. The BBC Micro computer system is a world leader and it's still growing.